Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr dabei seid. Heute machen wir ein Rezept, das wieder so in die Kategorie Kinderleicht fällt. Das sind auch Kinderrezepte, im Prinzip, die eure Kids einfach mal so nachmachen können oder ihr macht es für die Kinder. Es sind diesmal Nougat-Muffins, also ein heller Teig, ein heller Muffinteig mit Nougatkern. Und obenauf mache ich so ein fruchtiges Frischkäse-Topping, also so eine Mischung aus Buttercreme und Frischkäse-Topping. Und genau, wir brauchen einmal für den Teig Butter, Zucker, Eier, Milch und Mehl mit ein bisschen Backpulver. Und für das Topping brauchen wir wieder Butter, Zucker, Marillenmarmelade und Frischkäse. Die genauen Zutaten findet ihr unten in der Videobeschreibung und wir legen jetzt gleich los. Für den Teig, wichtig beim Muffinteig ist, dass er nicht zu viel gerührt wird. Da wird einfach gar nicht viel Schnickschnack dran. Da geben wir jetzt einfach mal eine weiche Butter bitte übrigens. Also die muss wirklich weich sein, damit wir eben nicht lange rühren müssen. Die Butter, also die geringere Menge Butter, aber das findet ihr eben unten. Die Butter in den Mixtopf mit dem Zucker, ein bisschen Vanillezucker könnt ihr nur dazu, da, wenn ihr das gern habt. Eier. So. Die drei Zutaten einmal in den Mixtopf und das Ganze wird jetzt einmal für 40 Sekunden auf Stufe 4 schön schaumig gerührt, cremig. So, zu der Eierzucker-Buttermasse kommt jetzt die Milch und das Mehl. Ich habe da eben jetzt eine Mischung zwischen Dinkel und Weizenmehl. Ihr könnt reines Dinkel, reines Weizen nehmen, aber bitte kein Vollkorn, also kein Vollkornmehl, weil dann wird euch der Teig zu batzig. Und genau, das Backpulver ist da auch schon dabei. Jetzt wird das Ganze für 20 Sekunden auf Stufe 5 schön miteinander vermischt. So viel jetzt zum Muffinteig. Der ist fertig. Was ich jetzt nun mache, ist einfach mal in den Teig einen halben Teelöffel, das reicht vollkommen, Zitronensalzpaste geben und später gebe ich dann eins Topping, nur ein bisschen davon, weil die einfach überall rein gut ist. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, es ist ja oft die Frage von euch, wo kann ich die hernehmen? Und genau, drum, Zitronensalzpaste passt fast überall. Nur eben immer ein bisschen mit dem Dosieren aufpassen. So, und die heben wir jetzt einfach kurz noch für 7 Sekunden auf Stufe 4 nochmal unter. Jetzt ist unser Teig fertig. Ihr habt euch bitte in der Zwischenzeit tatsächlich einmal ein Muffinblech oder jetzt, das ist jetzt nicht so genau, ein Muffinblech mit am besten mit Backtrennmittel, da verlinkt man euch gerne das Video dazu, das ist einfach echt super. Oder einfach sonst mit Butter und ein bisschen mit so Semmelbrösel ausstreuen, damit euch die dann nicht picken bleiben. Oder eben einfach Backtrennmittel. Und genau, den Muffinteig auch nicht zu lange aufheben, das ist auch beim Muffinteig immer eher wichtig, dass man den dann gleich weiterverarbeitet oder verwendet, sage ich mal. Tatsächlich alles nur vom Rand runterschieben. So. Und einmal durchrühren. Jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Und warum? Weil es nicht da gestanden ist. Ich habe nämlich Nougat eingefroren. Sage ich euch jetzt gleich. Die hole ich mir dann aus dem Gefrierfach, wenn es soweit ist. Wir brauchen 12 so Stücke Nougat. Die seht ihr dann, das sind ca. 100 Gramm, die tatsächlich einfach in so 12 gleich große Würfelchen schneiden, kurz anfrieren, also jetzt nicht 2 oder 3 Stunden da voll rein, sondern so ca. 10, 15 Minuten einfach ein bisschen anfrieren, dass sie ein bisschen fester sind, dass die dann im Teig drinnen ein bisschen länger brauchen zum Schmelzen, dass die noch nicht zu sehr nach unten schwappen. Ja, also dass uns die nicht zu sehr im Teig verlaufen. Genau, das ist das Einzige. Und jetzt tun wir mal die halbe Menge auf die Förmchen aufteilen und dann kommt unser Nougat zum Einsatz und dann die restliche Hälfte vom Teig. So, jetzt einfach mal so, dass der, kann ich das jetzt nicht zu sehr, dass einfach der Boden schön bedeckt ist, dass das Nougat nicht am Boden aufsitzt. Und jetzt, da, das Leckerste, naja, das Topping toppt fast nur das Nougat, muss ich sagen, aber die Kombi vom Nougat mit diesem fruchtigen, mit der Marille drin im Topping, ihr werdet es lieben, also ich liebe es, also ich hoffe es, na bestimmt. Genau, und jetzt drückt sich diese Nougatstücke da so ein bisschen rein,
Also nicht zu fest, gell? Sie sollen nur so halb ungefähr verschwunden sein oder einfach ein Stück und das einfach bei allen. Warum eigentlich das Rezept jetzt wieder? Es sind solche Kekse, Cookies, Muffins, die sind einfach, wenn man Kinder hat, voll ideal und immer super. Man kann ja einfach so Alternative zu irgendwelchen Dingen, die gekauft sind, einfach bieten. Und sie nehmen es auch, wenn man einer das wirklich regelmäßig anbietet oder auch anbietet, sie sollen mithelfen, nehmen Kinder das grundsätzlich total an. Und auch wenn man Besuch kriegt mit anderen Kindern, ich finde immer solche Dinge, die es einfach so schnell in die Hand nehmen und schwupp, ist einfach ideal. Und darum habe ich mich entschieden dazu, dass wir wieder mal Muffins mit Topping, weil das einfach auch was Gutes ist und das schmeckt ja uns auch. Also ist nicht nur für die Kinder gut. Kann man auch machen, wenn man als Erwachsener Besuch kriegt, ohne Kinder. Gell? Nur mal so als Tipp. Genau, und jetzt haben wir einfach den restlichen Teig so quasi da noch auf den Nougatstücken, auf den Muffins verteilen. So, Ofen 180 Grad Umluft bitte vorheizen oder Ober-Unterhitze, das ist jetzt nicht so genau, was ihr lieber wollt. Ich nehme lieber Umluft, also Heißluft. Und die werden für ca. 20 Minuten bei diesen 180 Grad gebacken. Da müsst ihr es ein bisschen beobachten, dass sie oben nicht zu dunkel werden und sonst einfach durch 2-3 Minuten früher rausgeben und eine Stäbchenprobe machen im Notfall. Das heißt einfach mit einem Holzstäbchen. Dann, wenn ihr es euch fertig anschauen, einmal in den Teig, also schaut, dass ihr den Teig erwischt und nicht den Nougatkern stechen. Und wenn dann das Stäbchen sauber bleibt, wisst, dass der Kuchen fertig ist. Oder die, in dem Fall die Muffins. Also 20 Minuten, 180 Grad und wir machen uns gleich die Frischkäsecreme. So, jetzt kommt unsere Frischkäsecreme. Jetzt tatsächlich einen Mixtopf bitte eben einmal spülen und dann ziemlich trocken kriegen, aber ist jetzt nicht so. Ich tue mir zum Beispiel dann alle ganz gern nur mal ein bisschen mit der Küchenrolle austupfen, einfach, dass der Zucker nicht überall kleben bleibt. Anfangen da mal eben zum Staubzucker, indem wir Staubzucker machen, also den Zucker in den Mixtopf, ein Blatt Küchenpapier, einfach auch, dass oben nicht so rausstaubt. Trick 17 sozusagen. Genau, und dann für 10 Sekunden Aufstufe, jetzt muss ich da kurz ein bisschen festhalten, 10 pulverisieren. Das ist oft mit dem Küchenpapier, dann einfach ein bisschen drehen. Jetzt die Küchenrolle weg, alles nach unten, so alles einmal schön da nach unten kratzen, putzen, schieben, dass der Staubzucker am Boden ist. Jetzt kommt der Rühraufsatz rein, damit das auch schön cremig wird, dann die Butter. Und die Marmelade, einen halben Teelöffel Zitronensalzpaste und einen Frischkäse Nonet, der kommt dann erst zu guter Letzt. Und das Ganze wird jetzt für 2 Minuten 20 auf Stufe 3 schön cremig geschlagen. So, zu dieser leckeren Marillenbuttercreme kommt jetzt der Frischkäse dazu. Und der wird jetzt nur kurz für 20 Sekunden auf Stufe 2 untergehoben oder untergemischt, gerührt. Jetzt ist die Frischkäsebuttercreme, die echt super köstlich ist, ich schwör's euch. Am besten natürlich mit selbstgemachter Marillenmarmelade. Haben wir ein Video für euch, wenn ihr wollt. So. Aber die hat heuer wahrscheinlich eh schon jeder selber gemacht. So. Dann einmal alles schön vom Rand da nochmal reinheben. Blöderweise muss man die natürlich auch kosten. So, ob die denn schon so ist, wie es gehört. Oh ja. Also das ist einfach ein Traum. Mit der Marille drinnen. Das schmeckt gar nicht so, bei uns sagt man geil in Österreich, so dieses Fettige. Sondern na, echt fruchtig und einfach köstlich. Jetzt
Jetzt tun wir uns das einmal in einen Spritzbeutel schon mal reinfüllen. So, da zeige ich die jetzt oben einfach, da war ich so ein bisschen, ich habe da so Knöpfe, einfach ein bisschen zuknöpfen oder einfach, wenn es ein bisschen zufalten könnt, nicht so genau. Und jetzt kommt die dabei in den Kühlschrank. Wir müssen nämlich die Muffins, die sind jetzt in circa 8 bis 10 Minuten fertig. Dann müssen die raus und müssen mal auf dem Kuchengitter am besten oder ihr lasst es in der Form abkühlen, ist auch egal. Aber richtig schön abkühlen, dass uns die Creme dann natürlich beim Raufspritzen nicht wieder komplett zerläuft. Das ist dann nur das Einzige, was wir machen müssen. Unsere Muffins verzieren und dann haben wir es geschafft. So, die Muffins sind jetzt fertig, 20 Minuten später. Die sind wunderschön, auch von der Farbe her, finde ich. Und jetzt könnt ihr es eben entweder da drinnen auskühlen lassen oder direkt rausholen. Könnt ihr es auch stürzen. So ein bisschen. Schauen wir mal, ob es rauskommen. Tja, die meisten. Schwupp, wunderschön. Und jetzt seht ihr aber, was ich gemeint habe. Also ich wollte eben nicht, dass man, wenn man die stürzt, dass man dann unten den Nougatkern picken sieht oder dass das dann alles so unten am Boden anklebt. Darum war mir das wichtig, dass man zuerst ein bisschen Teig, dann das Nougat und das ein bisschen angefroren und oben auf dann eben den restlichen Teig. Natürlich könnt ihr es jetzt so auch machen, dass ihr sagt, ich tue den ganzen Teig rein, also teile alle Teige, den Teig auf alle 12 auf, steckt dann das Nougat rein, aber ja, das ist so, wie man es lieber macht. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich immer über einen Daumen hoch von euch. Kommentare sind immer herzlich willkommen, wirklich. Auch was ihr davon haltet, wie ihr das Rezept findet, ob ihr es schon ausprobiert habt, wie es euch schmecken, voll gerne. Und ein Abo freut mich genauso. Für alle, die das noch nicht gemacht haben, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst nichts mehr. Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Info, wann wieder ein neues Video kommt von mir. Und verpasst eben auch keine News, Neuigkeiten, wann der Leon kocht oder wann ich koche, wie auch immer. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und genau, jetzt müssen wir die Muffins auf jeden Fall mal richtig schön abkühlen lassen. Wie gesagt, das ist mindestens eine Viertelstunde, besser nur eine halbe Stunde, dass richtig kühl sind. Dass uns eben unsere leckere, unser Topping, unser Frischkäse-Buttercreme nicht dann wegrinnt. Das wäre sehr schade. Dann müssen wir es nur noch finalisieren und dann leider kosten. Gott sei Dank. So, wenn die schön abgekühlt sind, wirklich, wirklich kühl, damit die Creme nicht zerläuft, dann nehmt euch euren Spritzbeutel aus dem Kühlschrank. Ihr könnt es auch, wenn ihr jetzt die länger stehen lasst zum Abkühlen, müsst ihr dann den Spritzbeutel schon frühzeitig noch mal kurz vorher rauslassen, wenn er zu lang drin ist im Kühlschrank, weil die Butter natürlich wieder so fest wird. Dann kann es euch passieren, dass die vorne nicht raus will. Drum dann lieber 5 bis 10 Minuten anwärmen lassen. Wenn jetzt die zum Beispiel, ihr seid unterwegs und ihr lasst dabei die 3 Stunden im Kühlschrank und die 3 Stunden abkühlen, ist ja kein Thema. Aber dann kurz anwärmen. Und jetzt tatsächlich richtig schön die Buttercreme da drauf verteilen auf allen Muffins. Und ich schwöre euch, ihr werdet diese Buttercreme lieben. Und ihr könnt die natürlich auch für Torten verwenden. Gell? Also für alles, wo ihr eine Buttercreme braucht. Wo es fruchtiger dazu passt, würde ich euch die echt empfehlen. Und jetzt habe ich mir nur kurz was gedacht. Jetzt wartet mal kurz. Meinen kleinen Schatzilein sind da letztens einmal so komische, süße Dinger da in den Einkaufskorb gewandert. Und mit denen werden wir die jetzt ein bisschen verzieren. Und zwar einmal ein paar so Schokostreusel. Das heißt, ihr könnt die kindergerecht, ihr könnt es aber auch mit ein paar frischen Heidelbeeren oder so noch bestreuen. Oder eben wie ich, ein paar Smarties. Wie euch das so gefällt. Oder was eben bei euch gerne gegessen wird. Und nur ein paar nette weiße Schokoherzen. So.
brauchen wir aber blöderweise farblich gesehen nur ein paar Schokostreusel dazu. Tobt euch da einfach ein bisschen aus. Sind auch für einen Kindergeburtstag nett. Es schauen zwar die Kinder dann furchtbar aus, das verspreche ich euch, aber das ist egal. Hauptsache es hat geschmeckt, das war immer schon so. Hauptsache es schmeckt. Muss nicht immer alles sauber, super, pipi fein. Wenn es richtig ausschaut nachher, dann wisst ihr erst, dass es richtig geschmeckt hat. Somit habt ihr dann nichts verkehrt gemacht. Wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken, ganz viel Spaß beim Probieren, beim Kosten. Also ich werde da auch definitiv jetzt dann, also wir sind jetzt zum Essen eingeladen und das ist dann halt bei uns Nachtisch. Da freuen sich ja alle schon drauf und werde dann auch angenießen. Und ich wünsche euch alles Liebe. Bis bald. Tschüss.